Ein wunderschönes Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII Remake aus dem Shinra-Gebäude. Ja, Mensch, diese Einrichtung haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, jetzt geht's also weiter auf der Jagd nach der ultimativen Materia. Wir sind der Scarlet, hieß sie, glaube ich, der sehr aufreizenden jungen Dame in dem roten Abendkleid, die bei Shinra arbeitet, begegnet. Und wir hatten uns relativ schnell als Wutai Unterstützer angesehen und uns quasi jetzt ausgesperrt, beziehungsweise uns einen alternativen Weg aufgezeigt, der wahrscheinlich unlängst gefährlicher sein wird. Wir schauen einfach mal, was uns da erwartet. Schön, dass wir erstmal wieder eine Bank bekommen, ganz zu Beginn des Kapitels, was wir sehr gut nutzen können. Zumindest können wir uns hier nochmal ein bisschen ausrüsten, finde ich auch sehr nice. Mal schauen, wann wir es brauchen werden. Hier können wir nicht rein. Kommen wir wahrscheinlich später rein. Ein paar Kisten. Da geht's weiter. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Ah ja, das sieht schon so ein bisschen nach Kampfgebiet aus. Wow, sieh dir das mal an, Sonon. Kriegsmaschinen, soweit das Auge reicht. Shinra scheint es echt ernst zu meinen. Das kann man über dich aber auch sagen. Na klar. Ich bin nämlich ganz anders als mein alter Herr. Dieser nutzlose Jammerlappen. Ich mache immer ernst. Wie geht es Meister Godo eigentlich? Der wurde von der Übergangsregierung in den Knast geworfen. Da kann sich der Hitzkopf mal etwas abkühlen. Rede nicht so schlecht über ihn. Godo ist immerhin mein Lehrmeister. Ja, du hast recht. Reden wir über was anderes. Ich reg mich sonst nur wieder auf. Zurück zur Mission. Langsam habe ich die Nase voll von eurem Gequatsche. Wie wäre es stattdessen, wenn wir mit unserem Experiment beginnen? Aber nicht, dass ihr mir jetzt schon raufgeht. Ich habe doch noch so viel für euch geplant. Testsequenz eingeleitet. Beginne Aufzeichnung von Kampfdaten. Mach ich das wohl ernst? Alles klar. Ich habe mir schon wohl irgendwie gedacht, dass die gegen die noch kämpfen müssen. So, ich muss mal eben gucken. Wogegen waren die Auslöscher / Serras denn nochmal anfällig? Blitz. Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Dann als nächstes Magie. Nicht Magie, Fertigkeit. Gewittern in Jutsu. Okay, Sonon, wie wär's mal? Kampfgeist, Auslöscher. Ich mach erstmal diese komische Drohne fertig. So, Synchronisation. Wirbelstur, Furinkansan. So. Aufzeichnung abgeschlossen. Nächster Test wird vorbereitet. Oh ja. Wer ist der Nächste? Da? Du? Testsequenz eingeleitet. Beginne Aufzeichnung von Kampfdaten. Oh. Jetzt dreh richtig auf. Wie ist das? Monodrives, alles klar. Das war's schon? Was? Nächster Test wird vorbereitet. Noch mehr Tests? Nimm das! Ich mach die da oben mal so lange weg. Testsequenz eingeleitet. Beginne Aufzeichnung von Kampfdaten. Wir uns richtig in den Fingern! Au. Na, zumindest hat's so gereicht. Hab ich mich erschrocken. Nicht mit uns, Sinjan.
Okay, ich würde sagen, Situation Wirbelsturm. Wow. Ja, wegen, ich weiß es auch nicht. Vielleicht mit der Leiter, ich weiß. Mal gucken. So, erstmal müssen wir aber natürlich. Das sieht doch gut aus. So sollte es gehen. Sonnen, mach mir mal eine Räuberleiter. Na komm schon her. Machen wir gleich. Ich räume nochmal eben hier ein bisschen auf, ne? Warum ist da noch eine Kiste? Kann ich noch nicht dran, okay. Nimm das! Super Trank. Oh, da noch eine. Glaub. Ah, da stehen noch welche. So, haben wir sonst alle? Da ist kaputt. Ja, sieht gut aus. Alles klar. So, alles klar, er kommt auch hoch. Ansonsten ist hier oben nichts Besonderes mehr. Ja, dann würde ich sagen, auf zum nächsten Test. Mit Verlaub, die beiden erreichen bald die Forschungsanlage. Lassen wir sie noch ein wenig. Finde heraus, warum sie hier sind. Oh. Du hast sie doch gesehen, oder? Um so weit vorzustoßen wie unsere dreisten Eindringlinge hier, braucht es mehr als nur Glück. Ninja aus Wutai. Noch grün hinter den Ohren. Sie haben einen weiten Weg hinter sich. Wir sollten sie herzlich willkommen heißen. Ich werde mein edles Ross für seinen Einsatz vorbereiten. Halte mich derweil auf dem Laufenden. Ja. Deaktiviert die Stromversorgung. Zugang zu geheimen Daten limitieren. Findet heraus, warum sie hier sind. Und verliert sie nicht aus den Augen. So. Soundtrack hat gerade... Der Soundtrack hat gerade ein bisschen was von Cult of the Lamb, finde ich. Okay. Ja, wir schauen mal, was dabei so rumkommt. Ich habe kein gutes Gefühl. Hm, riech ich da etwa Materia? Endstation Ratten aus Wutai. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, war bei ihnen Feuer richtig. Jawohl. Oh. So. Ist aber ganz schön dunkel hier. Muss am Strom liegen. Die Anlage steht auch. Heißt das, wir sollen den Strom aktivieren? Willst du mir das damit sagen? Hm. Oh, guck mal, da hinten sind nochmal zwei Kisten. Ist es egal, wo wir lang gehen? Denk mal, sieht beides gleich aus. Bingo! Hier machen sie also ihre Materia? Sieht aber aus wie ganz normale Materia. Nicht die, die wir suchen. Ultimative Materia, normale Materia. Ich nehme sie alle. Die Stromversorgung funktioniert nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, okay, da müssen wir wahrscheinlich gleich hin. Aber ich räume erstmal die Kisten auf. So.
Okay, da kommen wir wieder zurück. Alright. So, hier der Aufzug. Da geht's nachher weiter. Stufe 1 des Hauptsystems aktiviert. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Ich glaube, ich soll das wohl hier mitnehmen. Ninja-Kanonenkugel? Bitte was? Was ist das denn für eine Materie gewesen? Ich guck mal eben hier Analyse. Ninja-Kanonenkugel, Synchronisationsmodus verfügbar. Oh. Okay. Ganz ehrlich, das ist mir ehrlich gesagt wichtiger als das Stehlen. Dann nehme ich die lieber rein. Alles klar, da muss ich hin. Hm, ob wir hier irgendwie rüberklettern können? Aber warum sollten wir das eigentlich tun? Ach so, damit wir da oben hinkommen. Nach Materia. Ich glaube, wir müssen weiter nach oben. Nimm das! Okay. Jedenfalls noch eine Kiste. Schleife. Schleife? Warte mal. Freunde, die Final Fantasy-Kenner unter euch wissen doch, was Schleife bedeutet. Verhindert Zustandsveränderung, erhöht die Resistenz gegen Unterbrechung beim Einsatz von Magie. Generell alles! Ja, dann würde ich sagen, rein damit. Auch wenn wir dann jetzt den Dämonenarmreif nicht mehr so wirklich nutzen können. Wir könnten natürlich austauschen, sage ich mal. Also ich mache das auch mal. Ninja-Armreif, dann nehme ich den mal wieder rein. Widerstand, Toxin ist okay. Und anstatt von Widerstand... Effektdauer minus 25% brauchen wir ja nicht mehr. Wir haben ja jetzt die Schleife drin. Dann würde ich sagen, Ninja-Kanonenkugel kommt hier rein. Aber ich platziere die mal so um. So, und er bekommt nämlich anstelle des Nietenreifs den Dämonenarmreif. Und anstatt Kraftreif erhöht er halt den Schaden proportional zur aktuellen TP. Und je geringer die MP, desto höher erteilte Schaden. Machen wir das. So, und er kann zwei neue Dinger reinnehmen. Dann würde ich sagen, einmal die Widerstand, Effektdauer von Zustandsveränderungen um 25% reduziert. Die kann er dann nämlich gebrauchen. Zustandsveränderungen reduziert. Ich weiß gerade gar nicht, ob die... wie weit das in Kombination gut passt. Und ansonsten... Elementar in Rüstung, halbierter Elementschaden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Gut, die kombinieren sich nicht so ganz, aber... naja, egal. So. Dann kriegt er jetzt weniger Damage durch Elementarangriffe und Zustandsveränderungen halten bei ihm weniger. Yuffie ist immun gegen Zustandsveränderungen. Die Schleife einfach mal. Einfach mal so. Sehr nice. Das wäre die andere Seite, wo wir hätten rauskommen können. Hier weiter. Aber ich will mal was probieren. Können wir unten an die Dinger nicht dran? Ich probiere es nochmal ganz kurz. Sekunde. Wahrscheinlich renne ich jetzt gerade umsonst, aber... ich will es wenigstens probiert haben. Die haben wir rausgenommen, genau.
die können wir doch nehmen. Villa Trixa. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Ich habe mir nämlich schon gedacht, okay, wir kommen wahrscheinlich nämlich nicht mehr hierher. Ich schau gleich, was das macht. Ich will mal eben schauen, ob wir hier eins haben. Ja, hier haben wir nämlich auch nochmal eine. Wahrscheinlich sind das alles Angriffsformationen. Hallo? Effizientes Blocken. Okay, nicht alle. Alles klar, dann Villa Trixa. Produzieren, effizientes Blocken haben wir gerade bekommen. Da unten Villa Trixa. Geringer ATB-Boost nach drei verschiedenen Kommandos. Mittlerer ATB-Boost nach drei, hoher ATB nach drei verschiedenen Kommandos. Ja, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also ist nice, dass wir sie mitgenommen haben auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Ninja-Kanonenkugel war schon mit das Beste. So. Weiter geht's. Gehst du nämlich mit? Noch eine Schleife? Oder was gibt's diesmal? Volantarmband. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Ein schlichtes Armband, das bei der Verbesserung von Materia hilft. Materia, die in den Rüstungsgegenstand gesetzt werden, erhalten dreimal so viel FP. Okay, aber dafür nur eins. Also von daher sehe ich ehrlich gesagt nicht. Oh. Rang 3 Soldat. So, kann ich vielleicht nochmal eben gucken, Analyse. Wirksames Feuer, okay. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Au. Sonon, kannst du mir die vielleicht mal ein bisschen vom Leib halten? So. Au. Okay, er heilt sich schon selbst. Alles klar. So. Das war's dann. Alles erreicht hier sofort die nächste Stufe. Was Spannendes hier noch, was wir mitnehmen können. Hier noch ein paar Kisten. Okay, ja. Warum laufen denn hier Rang 3 Soldaten eigentlich rum? Generell wird hier alles sehr wenig bewacht. Wenig zu looten. Das kann Vor- und Nachteile haben. Ich muss ja sagen, hier generell bei Integrate kriegen wir sehr geile Sachen zu looten. So, jetzt sag mal, Sonon, kommst du hier auch mit? Ja, klar. Weißt du, sowas kann jeder. Sowas lernt jeder schon in der Grundschule einfach. Das ist Sportunterricht, dritte Klasse. Oha, oha. Es ist ein Mittelboss, sag ich mal, sind hier diese Power-Rüstung wieder. Ich guck mal eben, haben wir... Wir sind ein bisschen dediert. Huch. So, vielleicht kann ich ja mal eben hier Supertränke einsetzen. Einfach, weil wir so viele davon haben.
So, dann, let's go! Hier kommt's los. Ja, dann, Analyse. Wachmann der Shinra-Sicherheitsbehörde ist mit einer besonderen Rüstung ausgestattet, die in der Abteilung für Waffenentwicklung erschaffen wurde. Weiterhin führt er eine Reihe magischer Waffen bei sich, um Eindringlinge effektiv abzuwehren. Liegt der Magiekern an seiner Brust frei, greift er mit einem mächtigen Impulslaser an. Zerstöre entweder den Kern oder schiel ihn, damit der Magiepanzer Gardist schockanfällig wird. Wollte ich gar nicht. Hier. Okay. Dann würde ich sagen, kann ich nicht mal diesen Ninja was auch immer ausprobieren? Vielleicht muss ich aber auch erstmal. Moment, Vita, Vitra auf Sonon. Was fang ich nur mit dir an? Achso, der ist explodiert. Oh. Oh, also das, ich dachte, ich kann das aufnehmen. Oh Mann, ich wollte den. Wollte das eigentlich ausprobieren. Mann. Wo habe ich den eigentlich drin? Warte mal. Muss ich den vielleicht in die Rüstung packen? Ich tausche die mal. Eine Fertigkeit Materia, der im Synchronisationsmodus RB plus Y eingesetzt werden kann. Wird ein Gegner getroffen, erhält so einen ATB-Boost. Ah, okay. Das ist also keine Spezialfähigkeit. Gut, dann muss ich mal schauen, wie ich das am besten mache. Und wir kriegen eine neue Waffe. Wie es aussieht. Ein Dämonenstab. Irgendwas sagt mir, dass wir gegen den noch kämpfen müssen. Oder ist das der, gegen den wir gekämpft... Nee, gegen den haben wir nicht gekämpft, oder? Wie weit sind wir eigentlich mit der Waffe, sag mal? Kampfstab 60%. Bei Yuffie sind wir bei 10%. Wir setzen halt sehr wenig Verbannung ein. Ach, hier sind wir wieder. So, erstmal gucken, ob hier noch was ist. Hier können wir nichts machen, ne? Nein. Können wir dann wahrscheinlich gleich was machen. Okay, dann Stufe 2 aktivieren. Stufe 2 des Hauptsystems aktiviert. Sättigung von Makroenergie initiiert. Schutzgitter wird ausgefahren. Warte auf mich, meine geliebte Materie. Gleich bin ich bei dir. Sperre aufgehoben. Sieh an, was haben wir hier? Eine Schatzkammer voll Materia? Ja, yeah, okay. Der Geruch von Materia. Nebenstory Geheimversteck. Ich nehme mal an, dass wir hier erst rein müssen. Ja, fürs Geheimversteck. Ah, und wir kriegen hier wieder so ein kleines Minispiel wahrscheinlich. Komm ich hier dran? Nee, die sind alle verschlossen. Identifikation erfolgreich. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Bitte zum Eingang vortreten. Was soll das denn? Ich will nicht trainieren. Ich will Materia finden. Du hast die Ansage gehört. Nur für eine Person. Sei vorsichtig, Chefin. Willst du Shinras Kistenkrieg spielen? Oh Gott, das müssen wir auch noch machen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das nochmal in dieser Folge. Well, let's go. Das kennen wir ja schon.
Wie man schnell das Kistenkrieg spielt. Grundsätzlich ist es schön, aber sammeln so viele Kisten wie möglich. Dann gibt es Punkte, übertrifft die Zielpunktzahl. Okay, ja, das kennen wir schon. Dann gibt es zwei neue Arten von Kisten. Okay, robuste Kisten lassen sich durch Angriffe mit dem Shuriken am einfachsten zerstören. Magische Kisten greifst du am besten mit Magie oder Ninjutsu-Angriffen an. Wähle für jede Kiste die richtige Art von Attacke, um sie zu zerstören. Zerstörst du rote Kisten? Oh, okay. Wir werden uns wahrscheinlich mehr als einmal machen müssen, aber mal gucken. So, Fertigkeiten. Ich weiß halt nicht, wie... Okay. Nimm mal an, die brauchen ein bisschen mehr. Sehr nice. So. Ja, zwei normale. Ah, so muss ich das machen. So, erstmal mache ich die hier weg. Drauf. Okay, ich muss wie gesagt erst noch mal ein bisschen reinkommen. 12.400, wir brauchen 25.000. So. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewählt. Ja, ist okay. Bitte zum Eingang fort. Das Kistenkrieg spielen, komm, das machen wir diese Folge noch. Alles klar. So. Ja, okay, die muss ich erstmal so wegmachen. Okay, jetzt kann ich zweimal den Furikazan einsetzen. Drauf, Mann. Warum greift ihn immer so blöd an? Ich muss da nochmal reinkommen. Wir sollten, glaube ich, nicht alles mitnehmen. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person. Ich will das diese Folge noch schaffen. Ich will das nicht in die nächste Folge noch mit reinnehmen. Puh. Okay, also rote Kisten sowieso, klar, immer mitnehmen.
So. Sehr nice. Oh, noch eine rote, sehr nice. Okay, hier sind wir auch durch. Okay, gut, das könnte knapp werden. Komm schon! Nein! Ah, Mann, hätten wir die noch mitgenommen, hätten wir es geschafft. Ah, verdammt. Okay, gut, alles klar. Okay. Kriegen wir hin. Zugang zum Trainingsbereich für eine Person gewährt. Das Problem ist, weil wir wieder zurücklaufen mussten. Jetzt weiß ich ja, wo die Kisten sind. Das heißt, jetzt schaffen wir es. Jetzt ist es safe, Leute. Letzte Runde, alles klar, los geht's. Nochmal mit. So, alles klar, die haben wir mitgenommen. Alles klar. Oh, da ist nochmal eine rote Kiste. Sehr nice. So, okay, wir haben die 20.000 zusammen. So, die bin ich trotzdem noch mit hier, aus Prinzip. Ja, sehr nice. Naja, gut. Aber wir haben die 20.000 zusammen. Sehr nice. 22.400. Let's go. Soldattraining freigeschaltet. Ach, leckt mich an die Füße. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, das können wir vielleicht nächste Folge nochmal sehen. Dann kriegen wir wahrscheinlich die drei hier raus. ATB
irgendwas, ATB-Schock und so weiter. Aber gut, bis dahin, liebe Freunde, würde ich sagen, auf in die nächste Folge. Danke fürs Zusehen und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.